Wissen Sie, was Spuckbeutelterrorismus ist? Naja, so ein Maskenkontrolleur halt, ne? Also, weil kein Mensch weiß, wozu das Ganze überhaupt gut ist. Es gibt keine evidenzbasierten medizinischen Belege für all den Quatsch, der hier gemacht wird. Und die Angestellten von vielen Unternehmen werden jetzt dazu ermutigt, andere Leute zusammenzuscheißen. Haben Sie eine Maske auf? Haben Sie die richtige Maske auf? Haben Sie die richtige Maske richtig aufgesetzt? Kriegen Sie etwa immer noch Luft durch diese Poren? Also diese Art von Leuten, die züchtet man sich gerade heran. Und eigentlich sollen wir das alle machen. Wie sollen wir das machen? Indem man uns so ein Hygienekonzept vor die Nase hält und dann sagt, setz das mal bitte um. Also immer schön hier den Tisch abwischen und die Tastatur und die Bildschirme und drauf aufpassen, dass die Leute sich nicht Küsschen geben zur Begrüßung und aufpassen, dass sie schön Abstand halten von 2 Metern, am besten noch mit dem Zollstock rumrennen und das dann auch überwachen und so weiter und so fort. Ich kann nicht feststellen, dass das irgendjemandem Spaß macht. Und die Leute können das auch nicht wirklich, ne? Weil das sind Aufgaben, die dem Ordnungsamt oder der Polizei zukommen. Und wenn der Staat dann möchte, dass diese Verordnungen umgesetzt werden, dann muss er diese Leute natürlich auch dorthin schicken, wo kontrolliert werden soll. Ich will das nicht machen. Ich kann das gar nicht. Ja? Irgendjemand könnte auf die Idee kommen, mich haftbar zu machen für falsch umgesetzte Hygieneregeln. Na, da hat sich dann irgendjemand angesteckt an irgendjemanden, der einmal gehustet hat. Und ich habe nicht aufgepasst und habe den nicht schnell genug rausgeschmissen. Aber wie könnte ich das auch? Ja? Also manche von diesen Menschen oder die meisten oder vielleicht auch allen habe ich überhaupt nichts zu sagen. Die können selbst denken, die können sich selbstverantwortlich benehmen und die wissen auch, wie gefährlich das sein kann, wenn sie infektiös in einer Gegend rumlaufen, wo sie viele Menschen anstecken können. Und das will ja auch gar keiner. Ne? Also die meisten Leute gehen dann zum Arzt und bleiben dann zu Hause. Und das ist auch gut so. Und das soll auch weiterhin so bleiben. Aber jetzt so zu glauben, man könnte jetzt die ganze Bevölkerung schulen, dass sie jetzt auf andere Leute aufpassen und denen dann auch noch einen Spruch ablassen, wenn sie da irgendwas falsch machen, ist für mich unvorstellbar. Ist wirklich unvorstellbar. Also wenn jetzt jemand kommen würde und sagen, das gehört jetzt wirklich zu deinen Aufgaben, ich müsste in Frühruhestand gehen. Ja? Oder ich würde einfach wahrscheinlich gar nichts machen. Ja, ich würde einfach sagen, ja, laber mal weiter. Ne? Ja. Mach du mal. Wirst schon sehen, was du davon hast. Ja. Ich halte das für Spuckbeutelterrorismus. Yes. Nicht mehr und nicht weniger.